Unsere Geschichte begann in einem kleinen Städtchen an der Meeresküste. Doch genauer gesagt begann sie einige Meilen davor. Ein alter Linienbus hielt mitten auf dem platten Land. Kein Haus und keine Stadt in Sicht. Zwei Jungen und ein Mädchen stiegen aus und blickten sich irritiert um. Und hier soll es sein. Haltestelle Küstenstraße. Stimmt. Also ich finde, die hätten uns echt mal abholen können. Die haben doch kein Auto. Was übrigens sehr ungewöhnlich ist. Wusstet ihr, dass bei 54 Millionen Autos in diesem Land jede Familie im Durchschnitt anderthalb Autos hat? Wobei es halbe Autos natürlich nicht gibt. Wie diese Georgina wohl ist? George, darfst du auf keinen Fall Georgina nennen. Sie will halt lieber ein Junge sein. Hat Mama doch extra gesagt. Ja klar, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? In diesem Moment näherte sich ein Jeep, der mit quietschenden Reifen vor den Kindern bremste. Entschuldigt, habt ihr zufällig drei Kinder gesehen? Hä? Ich bin die Nachbarin, Frau Miller. Ich nehme euch mit. Los, springt auf. Und los geht's. Zur selben Zeit, während Frau Miller die Geschwister zu ihrem Ferienquartier, dem Felsenhaus, fuhr, schlug ein junges Mädchen in ihrem Zimmer zu lauter Musikbegleitung energisch auf einen Boxsack ein. Sie war so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkte, dass jemand den Raum betreten hat. Als die Musik plötzlich stoppte, drehte sie sich irritiert um. Im Türrahmen stand ihre Mutter. In den Händen hielt sie den herausgezogenen Stecker der Stereoanlage. George, du wolltest doch aufräumen. Die müssen jeden Augenblick da sein. Frau Miller ist schon unterwegs. Na und, die kommen hier doch eh nicht rein. Jetzt sei nicht immer so, das sind unsere Gäste. Ich hab die nicht eingeladen. Immerhin sind das deine Cousins und deine Cousine. Die doch gar nicht. Jetzt hör mal. Dann lernst du sie eben kennen, okay? Das wird bestimmt ganz toll. Vielleicht werdet ihr sogar richtig dicke Freunde. Hm? Ich brauche keine Freunde. Als der Jeep mit den Feriengästen vor dem Felsenhaus zum Stehen kam, eilte Georges Mutter nach draußen, um die Kinder zu begrüßen. Hier sind wir. Raus mit euch. Danke. Danke schön. Hallo. Na, ihr drei? Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Tante Fanny. George zeigte wenig Interesse an den neuen Besuchern. Sie stand mit einem unzufriedenen Gesichtsausdruck neben ihrem Vater, der gerade vor dem Haus damit beschäftigt war, einen Anhänger mit Kisten, technischen Geräten und Lebensmitteln. Gleich hast du es geschafft, Süße. Noch ein Stück. Hey, du Süßer. Was machst du denn hier? Wie süß. Oh. Hallo. Ja, hallo. Was machst du so für ein Was machst du denn da drin? Hallo, geht's mal weiter? Ja. Ich bin ja schon da. Okay, jetzt zieh's! Okay. Los. Ich kann nicht mehr lange halten! Mit vereinten Kräften zogen Dick und Anne an dem Seil. Doch sie hatten Julians Gewicht unterschätzt. Auf halber Höhe verließen die beiden die Kräfte. Schon. Nochmal, komm! Okay. Komm, zieht! Es schafft ihr! Ich will den wieder runter! Dick und Anne stemmten sich gegen einen Felsen, um mehr Halt zu kriegen. Sie zogen aus Leibeskräften. Doch Julian war zu schwer. Verzweiflung stand in ihren Gesichtern.
Plötzlich tauchte George hinter ihnen auf. Ohne zu zögern, griff auch sie nach dem Seil und gab alles. George, na los, sieh doch! Alles klar bei dir? Ja, geht schon. Danke. Oh Mann. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Berg! Sieht fast aus wie eine Falle oder sowas. Was war denn los? Hm? Was machst du denn hier? Ist das deiner? Wie ihr sagt, dass meinen Eltern... Moment mal, wir haben Timmy gerade gerettet. Wirklich? Geht doch. Dass wir echt mal ins Auge gehen können. Was ist das überhaupt für eine abgefahrene Höhle? Wahrscheinlich ein altes Versteck. Von Schmugglern. Schmuggler? Ja. Von denen gab es hier früher viele. Echt? Mhm. Mit falschen Signalen haben die Schiffe angelockt. Oh. Die sind dann an den Klippen zerschellt. Und die Schmuggler haben sich die Fracht unter den Nagel gerissen. Vielleicht finden wir hier einen Schatz. Was ist das? Die Kinder bekamen eine Gänsehaut. Sie folgten den Stimmen. Dabei ging es immer tiefer in die Höhle. Als die vier mit Timmy um eine Ecke bogen, entdeckten sie einen Schreibtisch, auf dem ein Funkgerät stand. Daneben lag ein in Leder gebundenes Notizbuch und eine Landkarte der nahen Umgebung. Neugierig traten die Freunde näher. Georges Mutter wurde zur Polizeistation bestellt. Hier durfte sie die Kinder abholen, die verschämt und kleinlaut zu Boden blickten. Frau Kirin, das Betreten der Höhle ist strengstens verboten. Die Höhle steht unter Denkmalschutz. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Da wird leider ein Bußgeld fällig. Der Polizist händigte Georges Mutter einen Bußgeldbescheid aus. Diesen reichte sie aber gleich an ihre Tochter weiter. Das zahlst du mal schön selber. Was hast du denn dabei gedacht? Ich wollte doch das nur... Das waren wir zusammen. Ja, das stimmt. Frau Kirin, passen Sie in Zukunft einfach besser auf die Kinder auf. Ja, das werde ich. Auf Wiedersehen. Kommt. Aber Mama, es stimmt wirklich. Alpha 1 und Alpha 2. Papa ist vielleicht schon in der Hand von Verbrechern. Guck mal. Die Mutter deutete zur Felseninsel hinüber, von deren Leuchtturm gerade ein paar Lichtsignale gesendet wurden. Das bedeutete, dass alles in Ordnung war. Kinder, Kinder. Oh Mann. Im Felsenhaus zogen sich die Freunde auf das Zimmer von George zurück, um sich zu beratschlagen. Sag mal, woran forscht dein Vater eigentlich genau? Ich sag's euch, aber das ist streng geheim. Mein Vater arbeitet an einer Methode, wie man aus Pflanzen Energie gewinnt. Wie? Der macht aus Grünzeug Strom? Genau. Auch Autos soll man mit seiner Erfindung fahren, ganz ohne Abgase. Sowas ist doch Milliarden wert. Billionen mindestens. Ich meine, wir sprechen hier von künstlicher Photosynthese. Jetzt ist doch klar, worauf wir diese Alphas abgesehen haben. Aber ich kapier nicht, warum die Höhle leer war. Wahrscheinlich hat uns jemand beobachtet und dann... Und das Funkgerät dann ganz schön beiseite geschafft. Blöd, dass Onkel Feindin ganz alleine auf der Insel ist. Nein, zum Glück. Wegen der Felsen davor kann da niemand hin. Echt? Genau genommen gehört sie sogar mir. Boah, eine eigene Insel. Das ist ja genial. Und wie ist es da so? Ehrlich gesagt, ich war noch nie dort. Mein Vater meint, es sei zu gefährlich.